Siegitur. Fröhlich wollen wir sein und Gaudi haben. Das klingt schon fast wie Evangelii-Gaudium, wie der Titel jenes bahnbrechenden Schreibens des Franziskus, des Papstes, der vom ersten Augenblick seine Existenz an überraschte, weil er sich als bescheidener Mensch zeigte, als tiefgläubiger Christ, als fröhlicher Katholik und als demütiger Bischof, der auf die Idee kommt, sich vom Volk fast schon segnen zu lassen. Der unkonventionelle Mann machte doch schon Geschichte mit seinen zwei ersten Worten. Buonasera. Die Herzen flogen ihm zu und die Freude bemächtigte sich der katholischen Meute, die ja nicht nur auf dem Petersplatz, sondern auf dem ganzen Erdkreis die Bilder aufsog und tief ausatmete. Wow! Nach all den Jahren, wo sie immer und immer wieder zu hören bekam, katholisch? Nein, danke. Null Bock auf die Kirche. Null Bock auf eine Kirche, die in Agonie liegt. Sie liegt in Agonie, weil, wie wir schon gehört haben, einiges in Argen liegt, weil Skandale Schlagzeilen gemacht haben, überproportional, weil nach ein paar Jahren aus der Rückblickperspektive zeigt sich, dass diese Skandale die Spitze des Eisberges in der Gesellschaft waren und nicht bloß in der Kirche. Aber hängen geblieben ist natürlich nur die Kirche. Null Bock auf die Kirche, eine Kirche, die in Agonie liegt, weil der Papst den Rückgang eingeschaltet hat und zurück will hinter all das, was uns modern und lieb ist. Katholische Kirche? Schau dir doch die Medienberichte an. Die ist doch immer dagegen. Endlose Kondomdebatten über Zölibat, endlose Debatten über Frauenpriestertum. Was geht mich das an, würde der durchschnittliche Zeitgenosse sagen. All die Dinge, die doch nicht aus dieser Welt sind. Im Grunde ein skurriler Verein für frustrierte Oldies. Ein Verein, bei dem man nicht so recht weiß, wozu er noch gut sein sollte. Und viele kommen außer Atem, weil sie meinen, sie müssen den Verein modernisieren. Immer wieder neue Vorschläge machen, wie wir doch zeigen könnten, wir halten mit anderen Vereinen. All diejenigen, die sich diese Logik heute erwarten, werden enttäuscht. Ich möchte nicht auf dieser Logik weiter fortfahren. Ich bleibe mehr bei der Linie der Überraschung, die Franziskus brachte, weil er sich als einfacher Mensch, gläubiger Katholik, demütiger Bischof zeigte und alle waren überrascht. Denn auch die Medienmeute staunte mehr denn je, denn der einfache Mann bot keinen Grund an, warum man ihn angreifen, warum man ihn an die Wand stellen sollte. Eine schlechte Projektionsfläche also. Und im Grunde eine sympathische Erscheinung. Einer, der halt nichts vorgibt. Und dann kam eben Evangelii Gaudium, die Freude des Evangeliums. Das programmatische Schreiben, in dem der Papst der Welt zusicherte. Die Freude des Evangeliums erfüllt das Herz und das gesamte Leben derer, Jesus begegnet. Diejenigen, die sich von ihm retten lassen, sind befreit von der Sünde, von der Traurigkeit, von der inneren Leere und von der Vereinsamung. Mit Jesus Christus kommt immer und immer wieder die Freude. Evangelii Gaudium. Moment mal. Woher weißt du, du alter Mann? So würde der typische Skeptiker unserer Zeit fragen, wenn er sich noch zu fragen trauen würde, woher weißt du es? Beweise es nach all den Regeln der Kunst. Beweise es nach all den Maßstäben der modernen Wissenschaft, fordern die sogenannten neuen Atheisten, die nach dem Auftreten des alten Mannes aus Argentinien und seinem liebenswürdigen Buonasera auch leiser geworden sind.
weil auch sie im Grunde wissen, was er ihnen antworten würde. Er würde ihnen vermutlich das sagen, was schon vor Jahren auf eine schöne und poetische Weise ein alter Landsmann von mir, ein alter polnischer Priester, in einem Gedicht auf solche Frage geantwortet hat. Ich bin gekommen, nicht um sie zu bekehren. Übrigens sind mir alle gescheiten Argumente verflogen. Alle glänzende Zierat ist längst von mir abgefallen. Ich bin wie ein Held in verlangsamtem Tempo. Ich werde ihnen kein Loch in den Bauch reden, keine Reue trennen fordern, ihnen nicht die heilige Theologie ins Ohr löffelnweise gießen. Ich werde mich einfach neben sie setzen und ihnen mein Geheimnis anvertrauen, dass ich, ein Priester, an Gott glaube, wie ein Kind. So Jan Twardowski in einem fast 40 Jahre alten Gedicht. Ich werde ihnen kein Loch in den Bauch rennen, keine Reue trennen, fordern und auch nicht die heilige Theologie ins Ohr gießen höfenweise. Ich werde mich einfach neben ihnen setzen und sagen, dass ich an Gott glaube wie ein Kind. Dieser Gemeindevangelii Gaudium würde Franziskus all den Skeptiker und all den neuen Atheisten sagen. Deswegen ruft er auch der katholischen und der weniger katholischen Welt zu. Die Freude des Evangeliums erfüllt mein Herz und mein gesamtes Leben. Deswegen glaube ich auch, dass diese Freude auch das Herz anderer erfüllen kann, denn Evangelium ist kein Strafgesetz. Und sicher auch nicht ein Disziplinierungsinstrument. Evangelium ist eine Einladung, ein Angebot. Die Freude des Evangeliums erfüllt mein Herz. Und ich glaube, dass es auch das Herz der anderen erfüllen kann. Das Herz all jener, die Jesus begegnen. Diejenigen, die sich von ihm retten lassen, sind befreit von der Traurigkeit, von der inneren Leere, von der Vereinsamung. Mit Jesus Christus kommt immer wieder die Freude. Evangelii Gaudium. Moment mal, ruft zum zweiten Mal der typische, der skeptische Zeitgenosse. Nein. Willst du etwa, nun, nachdem alle Versuche, den Verein up-to-date zu machen, scheinbar gescheitert sind, willst du etwa damit der Mentalität der Studenten Konkurrenz machen? Diese singen doch schon seit eh und je Gaudeamus Igitur. Fröhlich wollen sie sein und Gaudi haben. Willst du ihnen Konkurrenz machen mit deinem Evangelii Gaudium? Gaudi haben. Solange wir halt jung sind. Gaudeamus Igitur, Evangelium Sumus, das ist doch banal. Hat denn die Kirche der Welt nichts anderes zu sagen? Wenn Sie, wie gesagt, heute Vormittag einiges über kirchenpolitische Querelen zu hören erhoffen und bahnbrechende Vorschläge zu reformen, werden Sie enttäuscht. Ein Vortrag oszilliert zwischen diesen zwei Titeln, Gaudamus Igitur und Evangelii Gaudium. Liebe Paulinerinnen und Pauliner, das berühmteste Studentenlied der Welt rechtfertigt die programmatische Aufforderung zum Fröhlichsein mit dem Hinweis auf die unerbitterliche Logik des menschlichen Lebens. Und die meisten unter Ihnen können sich schon nachvollziehen. Der fröhlichen Jugend stellt das Lied das beschwerliche Alter gegenüber und auch das unausweichliche Geschick eines jeden Menschen, nos habebit humus.
aus Modest am Senektutem freilich nach einem beschwerlichen Alter wird uns die Erde haben. Freuen wir uns also, solange wir jung und gut drauf sind. Nutzen wir die Zeit, carpe diem, ergreife die Chance des Tages, morgen wird es zu spät sein. Älter geworden oder gar schon früher, von Krankheit gezeichnet, kannst du höchstens noch im Geiste meiner Melancholie festhalten, nos habebitumus. Die Erde wird mich haben, die Erde wird uns alle haben. Diese unerbittliche Tatsache stelle den letzten Grund für die Resignation dar. Komm, große schwarze Vogel. Diese unerbittliche Tatsache des Todes kann aber auch den letzten Grund zur Freude darstellen, hier und jetzt. Irgendwann ja, bald schon, kommt der Tod und erlöst mich von der Angst, von dem Schmerz und auch von der immer mehr zusetzenden Einsamkeit. Ergo, gaudiamus igitur, juvenes dimissionus. Freuen wir uns also, solange wir jung sind und gut drauf. Evangelium Gaudium, die Freude des Evangeliums, bietet der Oberhaupt der katholischen Kirche diese Welt an. Und verpflichtet auch seine Kirche darauf, das Modell katholisch sein mit Freude in die Welt zu tragen. Das wird wohl auch jede Paulinerin, von jeder Pauliner schon zu schweigen gelten. Sie dürfen katholisch sein und dies mit Freude. Und diese Freude des Evangeliums, dieses Evangelii Gaudium in die Welt hinaus tragen. Also nicht die verkappte Moral. Und schon gar nicht Schlafzimmer-Tunnelblick auf das Leben, wie die Medien es gerne hätten, wenn sie katholisch sein definieren und dieses katholisch sein auf ein paar Schlagworte beschränken, um dann Adieu zu sagen. Adieu, wir treffen uns bei Gott. Nein, Evangelii Gaudium. In die heutige Welt hinaus, in eine Welt, die zuerst null Bock dieses Evangelium zu haben scheint. Null Bock. Schlicht und einfach, weil sie von der alltäglichen Happiness so zu trunken zu sein scheint, wird ihr doch tagtäglich und ist nicht nur medial das profane Evangelium ins Haus geliefert. Und es lautet: Just be happy. Just be happy. Sei glücklich, weil du im 21. Jahrhundert zu leben scheinst und nicht im Mittelalter. Oder in der Zeit des muffigen Katholizismus, des Volkskatholizismus, in der Zeit, in der der Pfarrer den Menschen die Lust aufs Leben vergiftete. In der Zeit, in der der kirchliche Kindermissbrauch auf der Tagesordnung stand. Und Marlon betete und betete und kniete und beichtete und schlechtes Gewissen hat. Be happy, dass all das nun vorbei ist, so der alltägliche Ruf. Be happy, dass du im 21. Jahrhundert lebst und den Segen einer anderen Katholika genießen kannst. Den Segen der Economica et Electronica Katholika. Den Segen des allumfassenden Marktes und der alles bestimmenden Medien. Meine Damen und Herren, nein, nein, ich habe das Thema im Eifer des Gefechtes nicht verwechselt. Sie wissen alle, schließlich sind Sie in eine gut katholische Schule nach altem Muster gegangen. Sie wissen alle, das Wort katholisch kommt vom Griechischen. Katholon. Gemäß dem Ganzen. Das Katholische umfasst ja alles. Das Katholische lässt ja nichts aus. Früher meinte man,
Deswegen muss das Katholische auch unter die Bettdecke schauen und Schlafzimmer Geheimnisse durchleuchten. Heutzutage würde man das Katholische eher als einen bunten Gemüsegarten anschauen, was ein schönes Bild ist. Ein Gemüsegarten, wo auch hin und wieder einiges an Unkraut da ist. Wenn es natürlich zu viel Unkraut da sein wird, dann hat Gemüse keinen Platz, das weiß doch jeder, der zumindest Hobbygärtner ist. Und deswegen muss man hin und wieder einiges am Unkraut vielleicht sachte ausreißen. Wehe aber, wenn man meint, das Unkraut so beseitigen zu können, dass man es chemisch hundertprozentig reinigt, dann ist alles dahin. Katacholon. Gemäß dem Ganzen. Nicht gemäß dem Ganzen reinigen. Das Katholische umfasst ja alles. Es lässt nichts aus. Wer beherrscht das heute am besten? Natürlich die Medien und der Markt. Die haben ja die Definitionsmacht über das Ganze längst in der Tasche. Am schmerzhaftesten erfahren das die Politiker. Die immer noch meinen, sie hätten die Definitionsmacht über das Ganze. Bis sie merken, auch wir sind unklar. Durch die Marktzwänge und die Medienrationalität. Der Anspruch auf Katacholon hat eine andere Katholika, die Elektronika et Economica. Und sie definiert zuerst eben, was katholisch zu sein hat, nämlich auch katholisch im engeren Sinne des Wortes. Was Katacholon im Alltag heißt, das wissen unsere Kids am besten, das wissen auch wir, wenn wir im Netz hängen oder am iPhone. Oder weil wir halt gestrig sind, auf dem Sofa beim Fernsehen ein Bier trinken. Da erfahren wir, was Katacholon ist. Keine Religion der Menschheit, meine Damen und Herren, hat den Globus derart durchdrungen. Keine Religion der Menschheit hat den Globus derart durchdrungen wie die modernen Marktstrukturen und die mediale Kommunikationsmechanismen. Sie und zuerst nur sie prägen unsere alle Vorstellung vom Glück und Gaudi. Und bitte kommen Sie nicht auf die Idee, dass ich mich da rausnehme. Nein. Ich bin ein durch und durch moderner Mensch. Zwar schaffe ich noch nicht zum iPhone, muss ich ehrlich sagen. Ich begnüge mich mit dem Sofa, dem Bier und dem Fernsehen und einigem mehr. Sie und nur Sie, die Elektronika et Economica quasi Katholika, prägt zuerst unsere Vorstellung vom Glück und Gaudi. Und dies, weil sie halt uns versichern, dass es das höchste Glück sei, wenn dann jeder von uns seinen eigenen Gott findet, wenn dann jeder von uns seinen eigenen Himmel hat und auch wirklich seinen eigenen Weg dorthin. Und sie vergewissern uns dieses Weges mit Hilfe der Logik der Seitenblicke. Der Blicke auf diese weltliche Logik des Katacholon, auf das Ganze der modernen Göttinnen und Götter, das kann man auf der letzten Seite der Tiroler Tageszeitung jeden Tag nachschauen. Jene, die es anscheinend geschafft haben, in den Götterhimmel aufzusteigen. Medienstars, Topmänner, Spitzensportler, das sind unsere Modelle für das alltägliche Katacholon, für das Leben unserer Kinder und auch für unser Leben selbst. Hollywoodstars zum Frühstück, zum Mittag und zum Abend. Und durch einen derartigen Fokus geschärft, wagen wir dann einen Seitenblick in den Spiegel. Schließlich haben wir es alle verinnerlicht. Wenn du es noch nicht geschafft hast, dorthin nach oben aufzusteigen, dann bleibt dir doch noch eines übrig. Just watch your body and be happy. Just watch your body and be happy. Und die Folgen tagtäglich für die meisten Zeitgenossen morgen früh im Bad, das eigene Gesicht und dann der Bauch bei den Männern. Natürlich der Busen bei den Frauen. Und schon die tiefste Depression. Doch kein Waschbad.
Und auch nicht der richtige Busen, von der viel zu wenig straffen Haut schon ganz zu schweigen. Mensch, schon wieder eine Falte dazu und auch ein paar graue Haare. Tagtäglich vor dem Spiegel stehend glauben wir, den direkten Kontakt zum wichtigsten Heiligtum unseres Lebens zu haben, gemäß unserem eigenen Katacholon, gemäß unserer eigenen Vorstellung vom Ganzen. Und die richtet sich zuerst auf mich selber, auf mein eigenes Leben, mein Aussehen, meine Karriere. Jung, schön, gesund, potent, erfolgreich und frisch verliebt. Das wäre doch das Glück. Vor allem das frisch verliebt. Denn irgendwann bekommt man mit, dass die Zeit einer der größten Feinde der Erotik sei. Irgendwann stellt man fest, Mensch, es funktioniert mehr. Nicht mehr das, was einmal funktioniert. Unsere Anblicke sind normiert durch die vielen Seitenblicke, die Blicke auf das Katacholon, die Blicke auf deren Glück, auf das Glück der anderen. Blicke auf jene, die es anscheinend geschafft haben, in den Götterhimmel aufzusteigen. Die sind so herrlich cool und selbstbezogen. Koste es, was es wolle. Einem jeden seinen eigenen Gott, seinen eigenen Himmel, seinen eigenen Weg dorthin. Als Lebensprogramm der Moderne. Als Lebensprogramm der selbstbezogenen Stars von heute und Modell für den kleinen Mann auf der Straße. Egoist und cool, nicht nur so cool wie Kulotta. So cool, dass in meiner Umgebung alles steif wird von lauter Erregung. Auch unsere moderne Welt hat eine Frohbotschaft. Hat ihr eigenes Evangelium. Und dieses lautet, jedem Menschen seinen eigenen Gott, seinen eigenen Himmel und seinen eigenen Weg dorthin. Oder noch zugespitzter, jeder ist doch im Grunde sein eigener Gott. Worauf will der eigentlich hinaus? Werden Sie schon inzwischen etliche Fragen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich will zuerst auf den epochalen Umbruch im Verständnis dessen, was Katacholon heißt, aufmerksam machen. Wir sind Zeuginnen, Zeugen einer Kulturrevolution. Schauen Sie, das Gottvertrauen. Die Vorstellung von einem gemeinsamen Himmel für alle, das noch vor einigen Jahrzehnten Generationen untereinander verband. Natürlich hat es auch Probleme geschaffen. Und in der Pubertät hat man damit zu kämpfen gehabt. Aber trotzdem, irgendwann blieb man eingegliedert in diese Perspektive. Das Gottvertrauen, das noch vor einigen Jahrzehnten Generationen untereinander verband, Probleme schaffte, aber auch so für die Perspektive des Katacholon sorgte. Dieses Gottvertrauen hat in unserer Welt dem Selbstvertrauen Platz räumen müssen. Dieses aber ist sehr brüchig. Vor allem dann brüchig, weil wir ständig einen Seitenblick wagen. Einen Seitenblick auf andere. Andere, die anscheinend eine Stufe höher sind. Die besser dran sind. Wir wagen einen Seitenblick und stürzen ab. Und die Folgen davon kennen wir allzu gut. Wir alle. An erster Stelle ich selber merke, ich werde zunehmend zu einem homoinkrobatischen Selbst. Das ist das Englisch von gestern. Das wissen die Pauliner sehr gut. Zu einem auf sich selbst immer mehr auf sich selbst bezogenen Menschen. Einen verspannten Menschen. Zugespitzt formuliert müsste man sagen, einen verkrümmten Menschen. Einen, der mit der Zeit eigentlich auf niemanden mehr angewiesen sein will, denn die Probleme, die damit entstehen, die delegieren wir an die Gesellschaft. Und am schmerzhaftesten erfahren wir momentan bei der Pflegedebatte, was das zu bedeuten hat.
solange wir jung, schön, gesund, potent sind. Und auf dem Weg nach oben wollen wir nicht unsere Hände ausstrecken, höchstens sie auszustrecken, um Hände zu schütteln im Wahlkampf. Aber im Grunde kein Bedarf nach Verbänden, außer sie helfen mir auf dem Weg nach oben, wo ich allerdings immer mehr zu einer geballten, eisernen Faust werde, denn autark bin ich. Autark bin ich. Oh, in corbatus in seipsum. Einer, der in sich selber verkrümmt, auf sich selber bezogen bleibt. Einer verschlossenen Faust, nicht ganz unendlich. So herrlich modern und selbstbewusst. Zumindest dann, wenn ich in der Öffentlichkeit auftauche. Depressiv und vollgestopft mit Antidepressiva und Alk im ganz normalen Alltag. Der ständige Absturz ins Bodenlose. Weil man halt immer wieder das Gefühl hat, dass man nicht so richtig glücklich ist wie die anderen, wie die Göttinnen und Götter in ihren Himmeln. Wenn man ständig das Gefühl hat, dass man bloß Abziehbilder sich leisten kann, nicht aber das Real Life. Ja, wir alle sind modern. Das ist kein erhobener Zeigefinger, nein, ich rede von mir selber. Wir alle sind modern. Deswegen modern wir auch. Wir alle sind modern, deswegen modern wir auch. Denn, noch einmal, jedem seinen Gott, seinen eigenen Gott, seinen eigenen Himmel, seinen eigenen Weg dorthin, so lautet die Devise und sie stimmt. Sie stimmt, solange man jung, schön, gesund und potent ist. Wenn man alt und gebrechlich wird, entdeckt man die Kehrseite. Und diese heißt Einsamkeit. Einsamkeit eines Homo incurvatus in seipsum. Modern sind wir, deswegen tun wir auch modern bereits mitten im Leben. Und inmitten dieser Welt, die sich in einem orgiastischen Taumel des Gaudi befindet, weil sie so herrlich modern ist, will nun die Kirche, so Franziskus, eine inhaltlich präzise Botschaft verkünden. Nicht den erhobenen Zeigefinger, nein. Und auch nicht die Moral. Also, sie will nicht diese Welt mit Moralinsäure vergiften. Nein. Sie will zuerst das, was eigentlich der Grundimpuls der Religion sein soll, ein Evangelium, ein Antibiotikum verkünden. Ein Antibiotikum, also ein Gegengift, wenn Sie so wollen. Gegen durch allerlei Gifte vergiftete Gegenwart. Und sie verkündet es zuerst allen, denen, die es hören wollen, als Einladung, aber natürlich vor allem uns, die wir uns als katholisch begreifen, und uns die Maßstäbe unseres Katholischseins, das ist das Entscheidende, von der Elektronika, Economica, quasi Katholika geben lassen. Deswegen kam unsere Generation im Unterschied zu anderen Generationen plötzlich auf die Idee, katholisch sein. Hat eben primär mit Schlafzimmergeheimnissen zu tun, hat primär mit Ausschluss von bestimmten Menschengruppen zu tun, hat primär mit dieser und nicht anders gelagerten Moral zu tun. War nicht immer so. Es hat herrliche katholische Zeiten gegeben, wo die Moral halt so war, wie sie immer ist. Widersprüchlich, durchschnittlich. Man kann es nennen, wie man es will. Es ist ein Vorurteil zu glauben, Religion hat zuerst mit Moral etwas zu tun. Die Dinge hängen zusammen, doch Religion ist etwas anderes, etwas viel tiefer liegt. Also, uns allen, die wir den Tunnelblick haben, dann komme ich noch zurück und glauben, katholisch sein hat etwas mit geschiedenen Wiederverheirateten, mit Homosexuellen und mit vielen anderen zu tun und nur mit diesem. Diesen Tunnelblick hat uns die Economica, Elektronik,
Katholiker, Quasi-Katholiker verpasst. Und ich verschweige nicht, dass es auch etliche Hierarchen in der Kirche gibt, die mit Freude diesen Tunnelblick übernommen haben und sich mit Freude dort zu bewähren suchen, als Dompteure des erhobenen Zeigefingers. Die Kirche verkündet uns das Evangelium. Ein Evangelium, das mit Freude erfüllen soll. Ein Evangelium, das allerdings, und jetzt kommen wir gewissermaßen zu dem Wendepunkt, das durchaus antimodern ist. Antimodern und auf den ersten Blick den Zeitgenossen auch nichts sagen. Der durchschnittliche Zeitgenosse wird das auch überhören, so nach dem Motto der alte Schmarrn. Und das sind auch viele durchschnittliche Katholiken, das ist jetzt nicht beleidigend gemacht. Das sind auch viele durchschnittliche Pfarrer, Bischöfe und Kardinäle. Was ist das Evangelium? Was ist die Botschaft, um die es letzten Endes geht? Freue dich. Freue dich, wenn du an Christus glauben kannst. Und immer und immer wieder einen Seitenblick auf ihn werfen kannst. Und nicht bloß auf jene einen Seitenblick wirfst, die in den modernen Göttinnen Himmel aufgestiegen sind. Freut euch, die ihr an Christus glaubt, denn jetzt werden sie staunen, euch ist das ewige Leben zuteil. Mit Christus hat nämlich Gott uns alle auferweckt, mit uns, mit ihm uns einen Platz im Himmel gegeben. Danke. Dann würde ich darauf verzichten. Null Bock auf Jenseits, wird unsere moderne Kultur sagen. Die populäre Culture der Gegenwart hat diesen Blick und die Hoffnung auf das Leben, das die Grenze des Todes überschreitet. Die populäre Culture hat diese Hoffnung aus ihrem Horizont des Katacholum gestrichen. Das gehört nicht zum Ganzen. Hält es mit Studenten. Gaudeamus heute, solange wir leben, denn morgen sind wir tot und alles andere interessiert uns nicht. Diese Eindeutigkeit, die, wie eine deutsche Soziologin gesagt hat, uns in einen radikalen Gegenwartstress bringt, denn sie macht das Leben zur letzten Gelegenheit. Ich darf nichts verpassen. Meine Zeit wird immer kürzer. Ich werde immer emsiger. Immer gestresster. Diese plakative Eindeutigkeit, die uns tagtäglich an den Kopf geknallt wird, durch unsere Gazetten, durch Fernsehen, Radio, diese plakative Eindeutigkeit wurde nicht nur durch Franziskus und seine Wege Gaudium in Frage gestellt, wenn auch auf eine geradezu brillante Art und Weise. Sie wird auch tagtäglich in Frage gestellt, durch unzählige Menschen. Menschen wie du und ich. Menschen, die glauben, aber auch Menschen, die hadern. Menschen, die suchen. Menschen, die sich die Frage nach der Religion nicht zuschütten lassen, auch nicht durch Kirchenquellen zuschütten lassen und schon gar nicht durch Moralinsäure vergiften. Menschen, die zerrissen sind. Zerrissen sind und nicht allzu viel Mut haben, vor allem in der Öffentlichkeit, anzugeben, dass sie gläubig sind. Wir haben uns wirklich nicht abgesprochen, der Generalvikar und ihn. Er hat über den Zeus geredet und ließ uns auf die Bäume blicken. Er meinte natürlich uns, er meinte sich den Generalvikar, natürlich, der klar eine Funktion in der Öffentlichkeit bekannt ist als einer, der für etwas einsteht. Auch die Vertreter von verschiedenen Vereinen. So der durchschnittliche Mensch, der durchschnittliche gebildete Katholik, warum auch nicht die Paulinerinnen und Pauliner, als ich nach einer Gestalt gesucht habe, weil ich mir gedacht habe, gibt es eine Gestalt, anhand derer man die Probleme, die Fragen, die Quellen, die Schwierigkeiten, die Chancen analysieren könnte? Da fiel mir der Nikodemus ein. Dieser hochgebildete Mann. Ein Jünger war, ob im Geheimen. Er gab damit nicht an. Das war nicht, weil er Angst gehabt hat. Nein, es gehört
mit deiner Rationalität. War halt so. Ergib dich mit einem Plakat. Hallo, ich bin Katholik. Ich bin Katholik, schaut doch bloß auf mich. Nein, ein Mann, der sucht es. Stell dir ihn vor, einen führenden Mann der Gegenwart, einen politisch korrekten Zeitgenossen, bestens gebildet und auf Erfolgskurs eingestellt. Das waren wir alle, die meisten von uns, weil wir schon eher momentan rückblicken auf unsere Erfolgskarriere. Dem Jungpauliner und Jungpaulinerin, denen die gerade von der Schule entlassen werden, nicht ganz unähnlich. Weil sie sich jung, gesund, vermutlich auch potent, auf jeden Fall möchte gern von allen geliebt. Einer aber, der viel zu verlieren hat, der im Scheinwerferlicht steht oder stehen möchte, dort auch seine unbändige Lebenslust präsentiert und auch sein Glück. Das Glück, das er alleine oder auch mit anderen Frauen und Männern und auch den Transgendern auszukosten weiß. Ein Idol, möchte man sagen. Für alle möchte gern Idole. Religion? Nein, das ist nicht unbedingt mein Thema, würde der Nikodemus von heute sagen. Komme zwar von einer Privatschule, einer katholischen Privatschule, aber ich lebe auch gerne und gut. Das Beten, naja, das überlasse ich vorläufig den anderen. Aber auch das Idol des diesseitig orientierten Lebens sucht im Evangelium Jesus auf. Das weiß auch der Franziskus. Und deswegen spricht er seinen Priestern und seinen Bischöfen, sie sollen an die Ränder gehen. Sie sollen sich nicht in der Sakristeiperspektive verkriechen. Und schon gar nicht Moralinsäure verspritzen. Der Idol dieses diesseitig orientierten Lebens, und das sind wir alle, solange wir jung, schön, gesund und potent sind. Dieses Idol sucht im Evangelium Jesus auf, genauso wie unzählige Zeitgenossen, jene, die nach dem Katacholon ausgerichtet bleiben, ihn auch aufsuchen. Und der Reporter freilich, und auch ohne Kameras, still und heimlich. In der Erzählung unter dem Mantel der Nacht verborgen. An einem Ort, der ihm selber und nur ihm alleine bekannt ist. Und das kann auch das Schlafzimmer sein. Wenn man in der Nacht nicht schlafen kann und zu grübeln anfängt. Zu grübeln. Worüber reden die beiden? Jesus und Nikodemus von damals. Der Sohn Gottes und der hochgebildete Mann des Global Village von heute. Oder die hochgebildete Frau. Sie reden nicht über Kondome, nicht über den Kirchenkram. Und sie reden auch nicht über die soziale Gerechtigkeit. Sie reden über den Tod. Aber nicht über den Tod, der eine gute Schlagzeile macht. Also nicht über den Tod der Amokläufer und Selbstmordattentäter, nicht über den Tod in Irak und Syrien und auch nicht über den Tod durch Natur- und Geschichtskatastrophe, nein. Sie reden über ihren eigenen Tod. Sie reden über den Tod, den jeden von uns sterben wird. Denn sie beide wissen, der Horizont des Katacholon wird erst dann erreicht, wenn man diese Frage nicht ausklammert. Wenn man den Tod, den eigenen Tod, in die Lebensphilosophie integriert hat. Mit beiden Beinen in der Kultur des Alltags stehend, weiß der gebildete Nikodemus von heute, ganz gleich, ob er männlich oder weiblich, ob er Transgender ist. Es weiß der Nobelpreis verdächtigte Wissenschaftler von heute, weiß der Topmanager, die Starjournalisten, politische Führer und auch die Elitenfrau, sie alle wissen,
dass unser aller Sein ein Sein zum Tode bleibt. Dass all der atemberaubende technische Fortschritt, all die Entdeckungen, all das bloß kleine Ausweichsmanöver sind auf der kerzengeraden Autobahn in Richtung auch ich werde sterben, genauso wie die Menschen, die ich liebe, auch sie sterben. Daran wird der Erfolg und all die Popularität nichts ändern und auch nicht all der Ärger mit der Kirche, der mir so viel Zeit nimmt. Und auch nicht all der Ärger mit der Welt. Und auch nicht einmal der Ärger mit dem Tod selber. Denn jene Krake streckt dieses Ereignis des auf mich zukommenden Todes seine Arme aus, umfängt mich und vergiftet immer wieder die größte Lebenslust. Freilich kann man auch süchtig werden am Gift und singen, komm großer schwarzer Vogel. Doch all die ästhetische Verbrennung wird die Hoffnungslosigkeit, in die mich mein eigener Tod stürzt, nicht verändern. Eben Gaudamus igitur juvenesbum somus. Nos habebitumus. Nein, ich habe niemals leben gelernt. Bekannt sagte Derrida in einem Interview ein paar Tage vor seinem Tod. Der bekannte französische Philosoph, der Vater der Philosophie, der Dekonstruktion. Dekonstruktion. Wissenschaftlich gilt nur das, was man dekonstruieren, was man zerlegen kann. Alles zerlegen, alles zerstören, was bloß den Schein einer Ideologie trägt. Die Leiche, die sprichwörtliche Leiche im Keller suchen, so lange suchen, bis man sie findet. Und wenn man sie nicht findet, dann notfalls auch erfinden. Damit all das, was den Schein der Ideologie trägt, zerstört wird. All die Begründungszusammenhänge in der Philosophie und auch all die religiös aufgeladenen Hilfskrücken. Es gilt, hinter diese Kulissen zu schauen, um die gut gemeinten Illusionen, die sich die Menschen immer zu basteln, versuchen zu zerstören, zu entlarven. Der Vater der Dekonstruktion, jene intellektuellen Methode, die unsere Universitäten jahrzehntelang als Top wissenschaftliche Methode beherrschte, der Vater der Dekonstruktion und Idol einer ganzen Generation von kritischen Intellektuellen, bekennt kurz vor seinem eigenen Tod: Im Grunde bin ich mein ganzes Leben lang bloß ein Nikodemus gewesen. Einer, der zwar blendend über die modernen Probleme sich unterhalten konnte. Einer, der den Anschein vermittelte, ich habe mein Leben bestens in der Hand. Bin doch weltweit berühmt. Gehe in die Annalen der Philosophiegeschichte ein. Bin doch Meister der aufgeklärten Lebenskultur. Er sagt, und ich weiß, dass sein Thema sich nicht unbedingt für ein Festwort eignet. Aber wir haben November. Der Meister der aufgeklärten Lebenskultur sagt, eines habe ich nicht vermocht. Zu leben, lernen. Denn das müsste heißen, zu sterben lernen, zu lernen, der absoluten Sterblichkeit Rechnung zu tragen, um sie zu akzeptieren. Ohne Heil, weder Auferstehung noch Erlösung, weder für sich selber noch für die anderen. Nein, ohne solche Hoffnungskrücken zu sterben, das habe ich doch nicht gelernt. Im Grunde also habe ich nicht zu leben gelernt. Eine entwaffnete Offenbarung. Ein Bekenntnis eines Menschen kurz vor seinem Tod, der zurückblickt und sagt, mein Leben war aufregend, spannend. Aber jetzt, und jetzt kommen etliche unter Ihnen mit der bekannten Kritik, ja, das hat auch der Max Horkheimer und alle anderen gesagt, wenn sie gar nichts mehr konnten, plötzlich entdeckten sie, sie brauchen Hoffnung. Evangelii Gaudium ruft Franziskus seine Kirche zu.
und ruft die Kirche auch der heutigen Welt zu. Evangelii Gaudium, verwechselt es nicht bitte mit Moralinsäure, verwechselt es nicht mit Strafrecht. Nein, es geht um Hoffnung. Es geht um Hoffnung. Es geht um Hoffnung, die euer Herz erfüllt. Er wagt es zu sagen, sie erfüllt sein eigenes Herz. Deswegen kann er sich leisten, so einfach aufzutreten. Diejenigen, die solche Hoffnung verinnerlicht haben, sind befreit von der Traurigkeit, von der inneren Leere und von der Vereinsamung. Meine Damen und Herren, dieses Drama des Nikodemus, und ich bin auch einer davon, dieses Drama spielt sich immer wieder von Neuem ab. Dieser Nikodemus steckt in jedem von uns, jedem gebildeten Menschen, jedem Menschen, der mit beiden Füßen auf dem Boden der Realität zu stehen vermag, jedem, der nach Hoffnung lechzt und deswegen auch Ohren offen halten muss für das Evangelii Gaudium. Mit dem Instrumentarium kritischer Rationalität wollen wir unser Leben in der Hand bekommen. Dieses Leben auch sinnvoll und menschenwürdig gestalten. Und dies ohne die Hilfskrücken, die uns andere anbieten. Denn modern sind wir, wie gesagt. Tagtäglich vor dem Spiegel stehen, haben wir den direkten Zugang zu dem Heiligtum unseres Lebens, nämlich zu uns selber. Und zu unserer eigenen Vorstellung vom Ganzen. Funktioniert, solange wir jung, schön, gesund und potent sind. Und frisch stabil. Und doch, spätestens dann, wenn eines von diesen Litaneien nicht funktioniert und erst recht im Tod. Beim eigenen Tod vielleicht, aber vor allem beim Tod von geliebten Menschen, muss sich Nikodemus das Scheitern eingestehen. Es muss einsehen, dass der Tod stärker ist als alles, was er sich selber gedacht und unternommen hat. Stärker als alle Ablenkung, auch die Ablenkung durch kirchenpolitische Aktivitäten. Und stärker als die Aufregung über Gott und die Welt. Heißt das, dass die Menschen Kraft des Todes leben? Kraft der Angst? Wie uns etliche Philosophen zu verstehen geben? Ob Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger oder eben Jacques Derrida? Heißt das, dass wir uns nur Kraft der Angst vor dem Tod zu behaupten wissen? Gar Gaudi haben? Wie dies die Studentenhymne uns zu verstehen gibt. Gaudamus igitur den, das haben wir mit Humus. Oder leben wir aus der Kraft des Skandals? Aus der Kraft dieses Giftes, wie uns die moderne Medienkultur nahelegt und sich außer Atem bringt auf der Suche nach immer neuen Skandalen, die auch immer mehr zu modern anfängt, weil sie so herrlich modern. Die moderne Kultur legt uns unablässig diese Schlussfolgerungen nahe, die durch Celebrated Life, durch Gong, große schwarze Vogel, durch Gaudamus igitur, hält die moderne Kultur uns alle fit im Rennen. Wir rennen und rennen und rennen. Und irgendwann heißt es beim Rennen, and the winner is, und der Sieger ist der Tod. Was ist nun aber mit dem nächtlichen Gespräch Jesu mit dem Nikodemus? Wie steht es damit? Mit dem Gespräch, das ist oft meine feste Überzeugung, jeder von uns, ja, jeder Mensch in der Intimität seines Herzens und in der Dunkelheit der Nacht führt. Dieses Gespräch sprengt die Grenzen des Todes. Es zeigt, dass wir in Wirklichkeit aus einer anderen Quelle leben. Was sagte Jesus zu Nikodemus? Was sagte er zu mir? Schau mal, in meinem eigenen Sterben, in meinem eigenen Tod, bin ich vom Gott des Lebens hinübergerettet worden. Der Tod hat nicht das letzte Wort gehabt, auch wenn ich abgestürzt bin, so tief, wie vermutlich kein anderer Mensch abzustürzen vermag. Aber in meinem Tod hat sich gezeigt, dass nicht das Tod das letzte Wort, der Tod das letzte Wort hast, sondern das Leben. Das ist Evangelii Gaudium für uns alle, die wir einer geballten Faust
vergleichbar sind, weil wir alle so herrlich modern sind. Und wir alle bilden die Kirche, ob wir in der Kirche sind oder aus der Kirche ausgetreten sind, ob uns die Kirche aufhält, ob wir sie reformieren wollen oder nicht. Wir alle sind eine Anzahl von geballten Fäusten. Und es stellt sich immer wieder die Frage, wie die geballten Fäuste geöffnet werden können. Eine Übung, die ich immer wieder durchführe in verschiedenen Situationen, weil sie so herrlich ist. Und wenn Sie das ganze Gerede vergessen haben, bleibt Ihnen zumindest das Bild auf die Frage katholisch sein mit Freude erhalten. Meine Frage lautet jetzt, und ich brauche einen ganz starken Mann, oder starke Frau kann man auch brauchen jetzt, aber ich tue jetzt wirklich traditionell Rollen zuteilen, einen starken Mann. Naja, die Politiker sind halt stark. Öffnen Sie meine geballte Faust. Ja, er hat mich nicht enttäuscht. Er versucht, meine Finger zu brechen. Ne? Ja, so funktioniert. Bitte aufmachen. Ja, das weiß er. Als Politiker muss man hin und wieder auf die Menschen schauen und ein bisschen mit ihnen reden. Ne? Also, eine geballte Faust. Und das ist jetzt mein Bild für Katholizität, für den bunten Gemüsegarten, aber warum auch nicht für den Staat. Wir, die modernen Menschen, und keiner nimmt sich daraus, neigen immer stärker dazu, so zu werden. Und unser größtes Problem ist, ich würde mich gerne öffnen, aber ich kann nicht. Und wenn ich ehrlich bin, will ich es nicht, solange ich jung, schön, gesund und potent bin. Also, die anderen versuchen mich zu öffnen. Die Bischöfe, die Priester, die Erzieher in einem Studentenheim oder Schülerheim. Sie versuchen mit Gewalt meistens, wie halt die fundamentalistisch gesinnte Kirche es auch versucht. Nein, mit Gewalt. Mit Gewalt kann man die Finger brechen. Mit Gewalt werden sie die Faust von jemandem, der partout es nicht öffnen will, unmöglich öffnen. Und dann kamen die 68er. Und die vielen von uns sind die Kinder der 68er. Die 68er. Die Revolution, Paulino. Öffnen Sie mir bitte die geballte Faust. Ne? Sie sind gemäßigt, der 68er. Ne? Ein bisschen Disziplin ist da, aber dann doch. Ne? So ein bisschen streicheln, lächeln. Ne? Das haben wir alle erlebt. Post-68er-Pädagogik, ne? Auch in der Kirche. Wir müssen auf die Menschen zugehen, zulächeln und so weiter. Und immer wieder die Erfahrung, vor allem in der Pubertätszeitalter, ich strenge mich so an und werde konfrontiert damit, dass sich die Kinder von mir abwenden und sagen, leck mich am Arsch. Es gibt, meine Damen und Herren, eigentlich nur eine einzige Methode, wie man eine geballte Faust von jemandem, der es partout nicht öffnen will, öffnet. Diese Methode ist sehr einfach, aber sehr anstrengend. Damit die Kirche es lernt, würde ich sagen, der Generalvikar soll werden. Und die Methode ist, jetzt bist du die geballte Faust, ist klar. Und diese Methode ist das. Diese Methode ist das. Jetzt sind wir in der Kirche. Es dauert. Die Kirche denkt in Ewigkeiten, in Jahrhunderten. Ne? Der Witz hat einen tieferen Sinn. Die Mediziner unter Ihnen können es nachprüfen oder werden wir sofort gleich bestellen. Es dauert unendlich lange. Vermutlich bis zur halben Stunde kann es dauern. Bis zur halben Stunde. Und dann passiert etwas, was wirklich einmalig ist. Auch dann, wenn er sich bemühen würde, aufgrund von seiner Inkurvatio. Und jetzt Theologe wird es wissen, was heißt Inkurvatio? Inkurvatio hat, es hat irgendwann angefangen, aber dann Habitus, immer mehr. Auch wenn ich es will, willentlich will, auch wenn es will, gehen seine Finger auf. Er merkt es und kann nichts dagegen tun. Sie gehen auf, sie öffnen sich. Warum? Und jetzt ist klar, das ist nicht der natürliche Zustand. Das ist nicht der natürliche Zustand. Das ist der willentlich verkrampfte Zustand. Jetzt nochmal die tiefere Weisheit meines Bildes. Wir werden alle zu geballten Fäusten in der Konkurrenz, im ständigen Seitenblick. Wir werden immer mehr nach oben, immer einsamer. Wir schlagen um uns herum, streicheln ein bisschen einander, aber im Grunde sehnen wir uns, dass wir uns öffnen. Und wann können wir uns wirklich öffnen? Eben, wenn wir getragen werden. Wenn wir getragen werden, aber das ist eine verdammt harte Angelegenheit, jemandem lange zu tragen. 20 Minuten ist in der Gegenwart, in der Kommunikation von iPhones eine Ewigkeit. Und jetzt bin ich bei meinem Bild. Katholisch sei mit Freude. Ich habe gesagt, ich arbeite heute nur mit dem Bild. Das ist der Sinn einer religiösen Überzeugung, der religiösen Hoffnung. Ganz gleich, wie hoch du gekommen bist, oder wie tief du gefallen bist. Ganz gleich, bis zu welchem Grad deine Inkurvatio fortgeschritten ist. Du kannst zwar schlagen, und das tun wir auch in der Kirche, indem wir uns bemühen,
reformieren, Gegner zu bekämpfen. Momentan tun es sogar die Kardinäle, ne? Da gibt es den Amerikaner. War Burke kürzlich in Wien gewesen. Um Gottes Willen, wie kann man so reden, denke ich. Ne? Hoffentlich wisst ihr nie, was er gesagt hat. Ne? Ich meine, jenseits von Gut und Böse. Aber es gibt auch andere. Das tun wir nicht. Dann gibt es die Liebenswürdigen, ne? Und sich Bemühenden, die ständig mit Erfolglosigkeit zu kämpfen haben. Wenn man aber ehrlich ist, müsste man sagen, die unmoderne Seite, die herrlich unmoderne Seite von der Kirche, liegt gerade in der Ausdauer. Sie denkt in Jahrhunderten. Sie denkt in Jahrhunderten und sie lebt in Jahrhunderten. Sie trägt. Sie trägt. Das ist der tiefere Sinn, wo man sagt, ja, auch wenn du aus der Kirche ausgetreten bist, einmal getauft, immer getauft, Scheiße, merkt man. Das ist auch eine Qualitätssiegel. Denn theoretisch heißt es, es gibt ein Netz, das dich trägt. Der tiefere Sinn des Satzes, und jetzt bin ich wieder beim Tod, Jesus ist in seinem Tod so tief gefallen, wie kein Mensch im Leben zu fallen vermag. Und die Großmütter und Großväter wussten es, ich kann nicht tiefer fallen wie die Hand Gottes. Ich kann nicht tiefer fallen. Was heißt das? Die letzten Quellen der Hoffnung sind ganz gleich, wie weit ich in meine herrlichen Modernität hochgekommen bin und in meine Inkurvatio verschlossen bin. Es gibt immer noch diejenigen, die mich tragen. Der moderne Mensch wird sagen, mir ist wurscht, ob die Leute für mich beten oder nicht beten. So ganz wurscht ist es nicht. So ganz wurscht ist es nicht. Man wird getragen, wenn die Leute füreinander beten. Man wird getragen, wenn die Leute füreinander Gutes tun. Schlussendlich wird man auch getragen, wenn Menschen meinetwegen oder um meinetwillen leiden, mir dieses Leiden aber nicht heimzahlen, sondern sich mir zuwenden. Das tiefste Geheimnis der Kirche und katholisch Katacholum. Niemand kann alleine vor Gott sein, denn Gott will nicht die Menschen einzeln retten, sondern sie zu einer Gemeinschaft machen. Heißt, in einem Netz aufgefangen zu sein, einem Netz, das der modernen Rationalität nicht entspricht und trotzdem einen Wert hat, weil er jene tiefere Aspekte der Menschlichkeit rettet, die bei der Gewalt und Hass verloren sind. Evangelii Gaudium, rufte Franziskus, und alle klatschten zu und schieben sofort nach, naja, aber jetzt schauen wir, was er nochmal strukturell zustande bringt. Und spätestens, als die Synode da war, sagten alle, jetzt wird man sehen, gibt es dieses Gaudium oder gibt es nicht? Und die Synode ist vorbei. Und viele zeigen sich ein bisschen enttäuscht und sagen, Mensch, naja, was ist da passiert? Sie haben über alles Mögliche diskutiert, über das, was uns in unserem Tunnel beschäftigt und das nicht unwichtig. Weil es uns dann wegverbaut zum Evangelium. Und was ist bei dieser Synode passiert? Ich habe mir das Bild dafür einfallen lassen. Diejenigen, die es in den Kirchenzeiten gelesen haben, werden verzeihen, dass ich mich wiederhole. Ich habe mich gefragt, wie haben denn die Menschen im Wilden Westen ihre Mustangs, ihre wilden Pferde domestiziert? Die Methode war einfach. Sie banden ein Pferd an einen Esel. Und die beiden zogen raus. Das Pferd bäumte sich auf, rebellierte und lief davon und zog den armen Esel hinter sich. Nach ein paar Tagen kehrten sie zurück. Allerdings mit umgekehrten Rollen. Der Esel vorne, das Pferd dahinter. Irgendwann war die Kraft des Mustangs zu Ende. Dann übernahm der Esel die Initiative und führte das Pferd auf die Heimat zurück. Auf die Heimat. Und jetzt sagt er, was hat das jetzt mit Kirche, mit Synode zu tun? Mein Vergleich ist folgender. Da gibt es viele in der Kirche, die den wilden Hengsten vergleichbar sind. Und diese wilden Hengste wollen entweder nach links ausscheren, und noch mehr wilde Hengste wollen nach rechts ausscheren, vor allem unter den Kapitän. Und sie rennen, und sie alle haben einen geduldigen Esel an der Strippe. Hoffentlich, sage ich, wird der Esel sie irgendwann auf die Ranch zurückbringen. Und was ist die Ranch? Die Ranch, das ist die katholische Kirche, nicht jene Kirche des engen Tunnelblicks, nein. Die katholische Kirche, noch einmal, bunte Gemüsegarten. Die katholische Kirche, das Netz, das trägt, das zwar in Jahrhunderten vielleicht denkt, aber doch da ist. Und nach der Synode hat die Welt, eine deutsche Zeitung, die ein bisschen kircheninfiziert ist, schrieb,
Franziskus scheitert an der Sexsynode. So war die Schlagzeile, weil die konservativen Kleriker die Öffnung der Kirche absperrten und Barmherzigkeit für Homosexuelle und Geschiedene nicht mit der Zweidrittelmehrheit bejahten, ist die erhoffte oder von vielen auch gefürchtete Revolution in der Kirche ausgeblieben. Und ich frage mich, ist er wirklich gescheitert? Oder hat er wirklich die Rolle des Esels übernommen? Des Esels, der versucht, bei all diesen wilden Hengsten so etwas wie Einheit herzustellen und sie auf die Heimreich zurückzuführen. Und was ist die Heimreich? Da lässt der Franziskus nicht nur durch sein Evangelium, sondern durch seine Worte immer wieder klar erkennen. Die Heimrensch hat etwas mit Vergebung, mit Neubeginn, mit Integration, mit offenen Türen und nicht mit Ausschluss zu tun. Und davon zeugte der Papst in seiner genialen Rede zum Abschluss des Synodes. Als er davon sprach, dass in der Synode sich vieles gezeigt hat. Und er sprach von Versuchungen der Kardinäle und der Bischöfe. Und an der ersten Stelle nannte er die Erstarrung. Erstarrung bei den Eifrigen, den Skrupulösen und Traditionalisten. Dann sprach er auch von zerstörerischem Gutmenschentum mit seiner falschen Barmherzigkeit bei Liberalen, die die Probleme nicht sehen wollen. Und er sprach davon, dass man Brot in Steine verwandeln kann und diese auf Sünde werfen kann, auf Schwache, denen unerträgliche Lasten aufgebürdet werden. Und schlussendlich sprach er von seiner Aufgabe, dass seine Aufgabe heißt, Einheit zu wahren. Einheit in einer Kirche, die keine Angst zu haben braucht, alle Menschen willkommen zu heißen, in Väterlichkeit und Barmherzigkeit. Keine Angst zu haben braucht, mit Huren und Sündern zu essen. Und er stellte fest, dass das Papier, das viele enttäuschte, weil Punkte dort existieren, die nicht die Zweidrittelmehrheit erreicht haben, hatte das ganze Papier, hat aber die absolute Mehrheit bekommen, dass dieses Papier gewissermaßen enttäuschend sei. Er stellte klar, es sei ein Diskussionspapier. Und in diesem Jahr müssen wir diskutieren in der Kirche. Evangelii Gaudium für Niewiadomski heute, in diesem Festvortrag, damit es nicht ganz nebulos, sondern auch konkret bleibt. Ich komme zum Schluss. Ich bin Fatowski an. Ich will Ihnen Theologie von Weißens vorwissen. Ich will einfach sagen, dass ich Gott glaube wie ein Kind. Zum Schluss habe ich doch einen Schuss Theologie. Nur ein winzig kleiner. Ich hoffe, dass in diesem Jahr auch die institutionelle katholische Kirche sich jene Revolution nun zu eigen macht, die sie bereits im Zweiten Vatikanischen Konzil auf einer viel größeren Ebene geleistet hat, als sie davon diskutierte, ob denn die Kirche Jesu Christi, das Katholischsein, denn der eigentlich einzige katholische Mensch ist im Grunde Jesus Christus zuerst und wir alle sind nur im abgeleiteten Sinne des Wortes katholisch, dass die eine Kirche Jesu Christi, ist sie identisch mit der katholischen Kirche, so dass keine andere Gruppe den Anspruch auf Jesus Christus hätte? Oder ist sie in der katholischen Kirche verwirklicht? Das lateinische Wort hier ist subsisti. Nicht zuletzt aus Österreich. In einer heiligen Allianz zwischen dem Kardinal Schönbrunn und dem Dogmatiker ist diese Idee entstanden, das, was von der Kirche gilt, muss doch auch von Sakramenten gelten. Denn Sakramente sind Grundvollzüge der Kirche. Also, wenn die katholische Kirche, in der katholischen Kirche die Kirche Jesu Christi subsistiert, dann gilt es dogmatisch zu sagen, in der gültigen sakramentalen Ehe subsistiert. Die Gemeinschaft Gottes mit den Menschen, das würde heißen, diese sakramentale Ehe hat einen Wert, so wie die katholische Kirche. Aber das heißt noch lange nicht, dass es auch andere Verwirklichungsformen gibt. Menschen, die unter anderen Umständen zusammenleben. Sie leben zusammen, weil sie noch nicht geheiratet haben. Oder sie leben zusammen, weil sie gescheitert sind. Sie leben zusammen, weil sie homosexuell sind. Es heißt nicht, dass es andere Verwirklichungsformen geben könnte, in denen Liebe, Barmherzigkeit praktiziert wird.
Um diese Frage ist es am meisten in der Synagoge diskutiert. Denn das ist die Sprengung des Tunnelblicks. Nicht die ganz konkrete Frage, wo man sagen könnte, und das, und das, und das, und das. Das ist Vereinsfrage. Es geht jetzt um die Sprengung der Grenze. Katholisch sein heißt allumfassen. Und ich persönlich hoffe, dass in diesem Jahr schließlich war die Mehrheit der Väter doch in der Synode zu überzeugen, dass das die Logik ist, mit der die Kirche weiterleben kann. Schließlich glaube ich, dass nächstes Jahr diese Perspektive des offenen Blicks und nicht des Tunnels sich durchsetzt. Ein kleines Zeichen dafür habe ich schon, nämlich der Erzbischof von Warschau, der Kardinal Mitsch, der nicht bei der Synode da war, ein polnischer Pfarrer, also hat letzte Woche in einer großen Zeitung auf die Frage, ja, wie ist das jetzt mit den Homosexuellen, geantwortet, und ich habe nur meine Augen aufgerissen. Er sagt, er glaubt, dass es ungefähr so laufen wird, wie das vor dem Konzil mit Protestanten gelaufen ist. Was haben wir da alles Böse über Protestanten gesagt? Und wir haben sie ausgegrenzt. Bis uns der Tunnelblick gesprengt wurde, es ist die Frage der Zeit, ob man die Sprache ändert. Aber damit man die Sprache ändert, Evangelii Gaudium, muss der Tunnelblick geweitet werden. Und noch einmal, die Weitung des Tunnels, das sagt jetzt ein Dogmatiker. Das ist jetzt löffelweise Theologie. Die katholische Kirche glaubt, die Kirche Jesu Christi subsistiert in der katholischen Kirche. Die Sakramente sind Grundfunktionen. Was von der ganzen Kirche gilt, gilt auch von ihren Sakramenten. Hier würde die Möglichkeit existieren, ohne dass das Sakrament der Ehe einen Schaden erleidet. Genauso wie die Kirche. Ohne dass die katholische Kirche aufhört, katholische Kirche, andere als Wert, in ihrer Eigenart als Wert, zu sehen, zu schätzen. Sie sind nicht Lug und Trug, das wäre die alte Logik gewesen für die Kirche. Nein, es sind Gemeinschaften, wo Glaube gepflegt, gelebt, wo Liebe praktiziert wird. Dasselbe wird auch für andere Dinge gelten. Also, Evangelii Gaudium, Freude des Evangeliums, nicht deswegen, weil wir alle sterben, nein, Freude des Evangeliums, weil unser Leben keine Grenzen kennt, nicht einmal die Grenze des Todes. In diesem Sinne, danke.